auf den Torwart gehen. Schneiden müssen beide Namen auch von euch. Also, warte mal, Nummer 10. Kannst du schreiben? Uns eins, ne? So, die nächsten Gesprächspartner jetzt an meiner Seite und zwar von Warnow Papendorf, ne? Das ist richtig nach wie vor. Papendorf, richtig. Ja, jawohl. An meiner Seite sind jetzt Sören Neumann, früher hieß er immer 2,7 Meter. Ja? Ja, genau. Herzlich willkommen hier auf dem heißen Stuhl und ich gucke nochmal Niklas Bliemeister, ist richtig? Okay, dann nehme ich mal dies schnell mal weg. Ja, nochmal herzlich willkommen. Bei dem Turnier, ich weiß, Sören, du warst letztes Jahr schon dabei beim DKMS Cup, richtig? Vollkommen richtig, genau. Du bist ja auch nichts übersehen mit deinen 2,7 Meter. Warum seid ihr die Einladung dieses Jahr wieder gefolgt? Also ich denke mal, weil uns das als Truppe letztes Jahr auch Spaß gemacht hat. Es war leider so, dass wir einen Verletzten hatten. Ich glaube, das war auch der einzige Verletzte im ganzen Turnier. Er hat sich leider das Kreuzband, im Endeffekt leider das Kreuzband gerissen, was rausgekommen ist, war natürlich ein bisschen schade. Aber ich denke mal, für einen guten Zweck, sich die Schuhe zu schnüren und das macht man gerne und von daher, der SG Warnow Papendorf steht ja auch für Gesundheit und ich denke mal, dass wir, jetzt hast du mich rausgebracht durch dein dummes Lachen, Mensch. Macht man gerne, du, Schuhe schnüren, guter Zweck, alles wird gut, ne? So ist es. Letztes Jahr habt ihr die Vorrunde gestanden? Ja, sind wir ins Viertelfinale gekommen und dann mit 2 Tonnen Unterschied leider ausgeschieden. Aha. Ja, war eine heiße Kiste, aber... Hat Spaß gemacht, ja. Ist auch mit Halle, mit Netz, weißt du, dabei kann ich ausgehen, ist ziemlich schnell alles. Ja. Und, sag mal, wie läuft es im Augenblick? 3 Spiele habt ihr jetzt oder schon 4? Wir haben jetzt 3-mal gespielt. Und haben das erste verloren, ziemlich hoch. Ja, 5-2, ne? Das erste. Und dann 6-2, ne? Und die anderen beiden. Oder 6-2, ja. Also noch gute Chancen. Ja, wir sind drin. Der beste Zweite ist ja auch noch mal abzusehen, ne? Da kann man vielleicht auch noch mal drauf luschern, aber okay, mal sehen. Wir wollen alle gesund bleiben und Spaß haben, ne? Seid ihr heute Morgen? Ja, wir sind heute Morgen. Wir haben ja die VIP-Bänder für den Club heute Abend schon gesehen, aber wir fahren leider nach Hause. Heute alle schon.
Was macht ihr denn, wenn ihr es schaffen solltet? Und morgen reist ihr denn noch? Ja, ich denke mal, also... So weit haben wir es ja auch nicht. Aber verrückte... So weit haben wir es ja nicht. Ich denke mal, wir sind verrückte Charaktere. Ja. Dass wir... Da sind wir auch sehr spontan, bin ich glaube ich, der Meinung. Also es war schon so, falls wir es schaffen, war schon in der Gesprächsrunde heute im Bus, dass wir vielleicht auch noch spontan so ein Hostel mieten oder so. Ne? Das ist ja immer noch drin. Das machen übrigens einige Mannschaften. Also das habe ich schon gehört. Okay. Ja, also ja, ist auch schön. Also wenn wir zusammen schon Fußball spielen heute alle, dann ist die SG Waldhof-Habenburg bestimmt nicht abgeneigt, auch mit den Jungs zu feiern oder mal ein Bierchen zu trinken. Und mal anzuhören, was in den anderen Vereinen passiert und alles. Ne? Ja, aber erstmal muss unsere Leistung stimmen und dann können wir mal sehen, was daraus wird. Ne? So ist es. Kommen wir mal so ein bisschen an der Liga. Ich zeige euch mal ja Waldhof-Habenburg ein bisschen von der Verbandsliga. Oh, komm, genau, richtig, ja, genau. Momentan seid ihr in der Landesliga? Landesklasse. Landesklasse? Landesklasse. Ja. Ist alles noch ein bisschen eng zusammen. So, Vierter sind wir? Ja. Vierter sind wir? Ja. Haben auch doofe Spiele so ein bisschen außer Hand gegeben, wieder 2-0 geführt und so. Da haben wir ein paar Punkte liegen lassen. Aber nach oben ist alles möglich. Und wenn du eine gute Rückrunde spielst. Wir haben ja dieses Jahr das so gehabt, dass die SG, leider die LSV Warsdorf, mit dem wir natürlich gut befreundet sind, mit dem wir auch mehr jährlich mehr Testspiele gemacht haben und so. Die mussten sich leider auflösen wegen Mitgliedermangel. Und die sind alle rübergekommen nach Papendorf. Deswegen haben wir auch eine zweite Mannschaft bei uns gegründet. Und da waren natürlich auch super Leute dabei. Und die uns auch, ich glaube, spielerisch und auch menschlich auch alle total vorangebracht haben, die SG Waldhof Papendorf an sich. Ne? Also das war, ist schon gut. Und, ja, Emotionen sind dabei. Ja. Also das hat gut, die passen alle gut rein. Und zurzeit läuft es gut. Wir haben einen guten Trainer. Der Thomas Engels, der ist ja bei Hansa auch immer, der guckt sich immer vom Roland Kroos immer bei den Amateuren immer gut was ab. Also, alles klar, das ist schon gut. Wie sieht es aus mit den Nahrungsarbeit jetzt, Waldhof-Habenburg? Vorhin, glaube ich, war das nicht so. Nee, ich glaube, da bei euch eine A-Jugend haben wir nicht. Die A-Jugend haben wir leider. Haben wir eine Spielgemeinschaft mit PSV. Ja. Und alles Kleine haben wir auch ganz gute Mannschaften dabei, die in den Kreisligen auch. Tabellenführer sind einige. Ich war ja auch mal als Trainer da. Gibt es da einen kleinen Bach noch, wo man mit dem Eimer den Ball rauskommt? Vollkommen richtig, ja. Das ist immer das. Immer noch. Du hast den Bach, du hast den See, weißt du, da gehst du vom Spielfeld gehst du eine Minute und das ist immer das Geile. Weißt du, wenn du im Sommer da zockst, dann einfach mal reinzuspringen in die Warnow, mega geil. Wir haben so ein Drachenboot-Team auch bei uns, ne? Da hast du einen guten Steg gebaut und da gibt es ein paar Arschbomben nach dem Training immer, ne? Das ist. Ja, super. Sag mal so, auf Vorbereitung dieses Turniers hier, in Rostock gibt es ja sicherlich sowas Ähnliches. Habt ihr euch da auch ein bisschen intensiv vorbereitet oder aus der kalten Auge? Nee, gar nicht. Wir haben im ersten Spiel hat man es gesehen, glaube ich, aus dem Kalten raus, ja. Wir haben keine Heimzeit, wir haben kein Heimtraining. Aha. Wir haben, glaube ich, also drei Leute von uns haben schon ein Turnier gespielt. Da waren wir aber in der Mischtruppe dann noch, mussten wir uns ein bisschen zusammenkaufen. War auch für guten Zweck in Wittstock, ja. Und ansonsten haben wir noch kein Turnier gespielt zusammen und auch kein Heimtraining. Ja, wir haben alle in Papendorf, aber die haben wir jetzt nicht genutzt dieses Jahr. Ne? Also sonst haben wir es immer gemacht, wenn so eine kleine Halle da, weißt du, dass du dich ein bisschen bewegst und dass du die Jungs mal noch vielleicht alle Woche oder alle zwei Wochen mal siehst oder so. Aber das ist wirklich wahr, wir haben uns aus dem Kalten raus, hat man im ersten Spiel auch gesehen, gleich auf den Sack gekriegt. Ich glaube, das war auch gleich die beste Band, ne? Und ja. Sieht so aus. Mal abschließend würde ich noch eine Frage hören. Ich meine, bei deiner Größe, das ist wirklich so 2,7 Meter, ein Riese. Ja. Die Knochen machen noch mit und wie weit soll auch noch, wie lange wird es noch Fußball spielen, sag ich mal, so aktiv jetzt? Landesliga, weiß nicht. Also wenn ich mit den Jungs dann, man will ja Erster werden. Also sonst, ich bin Fußballer, ich bin ehrgeizig und man will immer Erster werden. Wie lange das geht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe toi. Ich habe einen guten Fuso, ich mache immer regelmäßig meine Rückenarbeit und so, desto mehr Muskeln du hast, desto mehr nimmst du der Wirbelsäule ab. Also ich bin noch heil und gesund, solange die Knochen mich noch tragen. Ich spiele auch noch bei den Robben im Sand noch mit. Wir sind ja morgen auch noch da. Also es geht alles noch. Also der. Leider Gottes muss der richtige Fußball ab und zu mal drunter leiden. Also den Grünrasen, wenn wir nämlich Strandfußball spielen, dann ist es so, dass ich keinen Rasenfußball spiele, weil das dann schon zwei Paar Schuhe sind. Aber es geht gut. Und es macht Spaß und langsam Spaß macht es. So. Okay, das nächste Spiel beginnt. Alles klar. Alles Gute. Toll, toll. In diesem Bereich, ne? Und vielleicht sehen wir uns ja morgen. Ja, hoffen wir. Bitte, muss ich mal anstrengen, ne? Alles klar. Alles klar. Danke, tschüss.